Passend zur Erdbeersaison gibt es heute diese traumhaft leckere Erdbeertorte mit super leckeren Knusperboden. Und das Beste, der Backofen kann ausbleiben. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Boden braucht ihr 18 zerbröselte Scheiben Zwieback und 380 Gramm Zentes Nusspli. Am besten erwärmt ihr die leckere Nuss-Nougat-Creme kurz in der Mikrowelle oder über einem Wasserbad, damit sie etwas weicher wird. Dann werden die Zwiebackkrümel mit der Creme vermengt und das Ganze auf dem Boden einer mit Frischhaltefolie ausgelegten 26er Springform verteilt. So sollte der Knusperboden dann erstmal für 30 bis 40 Minuten in den Kühlschrank gestellt werden, damit das Ganze schön fest werden kann. Dann geht's auch schon mit der super leckeren Erdbeerschmandcreme weiter. Dazu braucht ihr 450 Gramm frische Erdbeeren, 300 Gramm Schlagsahne, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 300 Gramm Schmand, 50 Gramm Sofortgelatine zum kalten Anrühren und noch etwas zerkrümelten Zwieback. Als erstes sollte der Boden vorbereitet werden. Er wird von beiden Seiten dünn mit den Zwiebackkrümeln benetzt und auf eine Tortenplatte mit Tortenring gesetzt. Der Zwieback verhindert, dass der Boden auf der Tortenplatte hängen bleibt und fängt überschüssige Flüssigkeit der Füllung auf. Danach wird die Sahne aufgeschlagen. Diese sorgt später für die lecker fluffige Konsistenz der Erdbeercreme. Circa ein Viertel der aufgeschlagenen Sahne wird dann schon mal auf dem Nusspli-Knusperboden verteilt. Dann geht's auch schon mit den Erdbeeren weiter. Sie werden zusammen mit dem Zucker und Vanillezucker ganz fein püriert. Um die kleinen Kernchen loszuwerden, kann das leckere Fruchtmus noch durch ein feines Sieb gestrichen werden. Anschließend wird das Ganze erst mit dem Schmand verrührt und danach mit der Sofortgelatine. Ganz zum Schluss wird noch die geschlagene Sahne untergehoben. Und dann kann die himmlisch leckere Erdbeercreme ebenfalls in den Tortenring gefüllt werden. So sollte das Ganze erstmal 2,5 bis 3 Stunden kaltgestellt werden. Nach dieser Zeit geht's mit dem fruchtigen Topping weiter und darum kümmern wir uns jetzt. Ihr braucht frische, geviertelte Erdbeeren, roten Tortenguss, Zucker und Wasser. Der Tortenguss wird mit dem Zucker und dem Wasser verrührt und einmal aufgekocht. Und die leckeren Erdbeeren werden gleichmäßig auf der fest gewordenen Creme verteilt.
Der Guss sollte, da er sehr schnell geliert, direkt auf den Früchten verteilt werden. So muss die Torte dann noch einmal für 1,5 bis 2 Stunden kaltgestellt werden. Ist auch das leckere Erdbeer-Topping schnittfest, kann die Torte noch mit Sahne und frischen Erdbeeren ausdekoriert und serviert werden. Und fertig ist unsere himmlisch leckere Erdbeertorte mit Knusperboden.